Weiter geht's mit Let's Play 4. Wir haben noch ein paar Gegner hier offen. Endlich sehen wir dich mal. So kleiner Versteckibus. Indem er mit dem Feind zusammenarbeitet, hast du es noch nicht gerafft. Och nö, ich dachte jetzt ist... Sie wissen nicht mal, wer sie sind. Die Stimme passt ja nicht zu ihm. Das ist eine freundliche Stimme, keine Ahnung, da habe ich keine Angst vor. Checkpoint beginnt jetzt. Na toll. Oh oh, zu viel Rauch. Wo? Da hinten. Oh, noch einer. Oh, da geht er sogar eine Treppe hoch, verdammt. Ich dachte, ich muss hier runterspringen und wäre geschützt, aber dem ist nicht so. Der hätte nämlich immerhin schon überraschen können. Ich habe gar nicht bemerkt irgendwie, dass wir runtergegangen sind. Oder sind wir von da gekommen und gar nicht von da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir wohl dort runter. Oh, jetzt kann die Musik immer mal wieder aufhören. Momentan gibt es nichts zu sehen. Ich habe Angst, jetzt runter zu springen. Machen wir es einfach. Okay, neuer Level. Beobachter. Ein Vierkampfeinsatzagent. Wir hat das HQ-Gebäude von Archmacham erfolgreich infiltriert. Ich glaube, ich nenne das jetzt einfach nur AHA. Die SSEG D-Escorte wurde in einem Hinterhalt neutralisiert. Ja, toll. Zusätzliche US-Spezialstreitkräfte wurden in Bewegung gesetzt. Ich denke, die haben nicht mehr. Versuche, Verhandlungen mit den feindlichen Truppen einzuleiten, blieben erfolglos. Mission. Das anfängliche Missionsziel besteht darin, das Firmennetzwerk wieder online zu bringen, damit der Vier-Koordinator auf das System zugreifen kann. Der Vier-Einsatzagent begibt sich anschließend zur letzten bekannten Position des Aufklärungsteams. Ja, da wissen wir doch schon, was wir finden. Das ATC-Netzwerk ist offline. Sie müssen das Server-Center finden und zurücksetzen, damit ich ins System komme. Vielleicht sehen wir dann, was da drin abgeht. Suchen Sie den Netzwerk-Hub und setzen Sie ihn zurück. Wo kann ich denn überhaupt hin? Nur da hinten, oder? Angst. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Ich warte jetzt mal kurz, dass die Taschenlampe wieder aufgeladen ist. Alles klar, von hier kommen wir nicht rein.
Eine flimmernde Lampe, sehr schön. Ach du Kacke. Man sieht, warum das Spiel wirklich ab 18 ist. Was? War hier eben noch ein Mensch, der weggelaufen ist, oder was? Okay, da kommen wir nicht durch. Eine Tastatur, aber wofür? Cool gemachter Tisch. Ich möchte da eigentlich gar nicht reingucken. Gehen Sie mir aus dem Weg. Kann ich leider nicht. Boah, ich glaube, ich reduziere das wirklich immer auf 3 Folgen pro Aufnahme. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu viel in diesem dunklen Gebäude. Vorhin dachte ich noch mit den Ballereien, jo, gut. Geht ja. Wie bringt uns das jetzt immer noch weiter? Wie ich solche Geräusche einfach nur hasse. Oh Mann, ich will nicht mehr. Ich will einfach nur ins Bett gehen. Und dieses Spiel eigentlich mal durchgehabt haben. Okay. Oh! Ich hab was erwartet. Ich hab was erwartet, aber nicht sowas. Hier komm. Wollt ihr mich vor. Wir kommen jetzt nicht hier durch, oder was? Gut, jetzt kommen wir hier durch, aber was war das denn? Wieso kommen wir denn bitte schon da nicht durch? Alter. Oh.
Aber hier sind doch zwei rausgeflogen, oder nicht? Wo ist die andere Leiche? Ich habe das dumme Gefühl, gleich schließt sich was. Ja. Wieso muss ich mit meinen dummen Gefühlen immer recht haben? Wir müssen bestimmt nach oben. Haben wir hier irgendwas? Bitte. Was? Ich dachte eben erst im ersten Moment, das wäre wieder so eine Erscheinung. Aber man hat das Geräusch vorgehört. Ich dachte erst, das wäre irgendwie so eine Art Faxgerät, was hier endlos läuft. Oder ein Kopierer oder sowas. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch auf Geräusche achten. Genau. Na komm. Boah, sollen das irgendwelche Ninjas sein oder was? Das sind ja extrem eklige Gegner. Du kriegst keine Munition, du kriegst nicht von denen. Wir müssen tatsächlich hier durch. Hier war auch noch was offen. Wow, Viertel zwei, wer hätte das gedacht? Die Tür ist ja zu. Oder sind wir hier durchgegangen? Wahrscheinlich. Ich bräuchte Rüstung und kein Medikit, ehrlich gesagt. Also wieder ein militärisches Programm insgesamt alles gewesen, so wie sich das anhört.
Oder vielleicht nicht militärisch, aber Söldnermäßig. Und ich mache hier definitiv jetzt ein Folgenende und auch eine Aufnahmepause. Spitze, bedanke mich. Bis dann.